Unter dem Motto Box dich durch trainieren im Boxzentrum Münster e.V. täglich eine Vielzahl von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen von montags bis freitags. Zudem wird dir auch an 3 Tagen in der Woche unter integrativem Aspekt Nachhilfeunterricht für die jugendlichen Mitglieder gegeben. Die Hausaufgabenbetreuung wird hauptsächlich von pensionierten Lehrern und Studenten als Ehrenamt übernommen. Diese werden überwiegend über die Stiftung Bürger für Münster, zum Beispiel über Veranstaltungen, gewonnen. Der Gründer Farid Vatanparast hat das Projekt Farids Qualifying aus persönlichen Erfahrungen ins Leben gerufen. Der im Grunde genommen auf die Art und Weise, nämlich selber früher als Jugendlicher, dazu gebracht wurde, neben dem intensiven Boxtraining nämlich auch was für die Schule zu tun. Und das hatte immerhin den Effekt, dass er mittlerweile als Professor an der Universität unterrichtet. Also das bringt schon einiges. Der Gedanke dahinter ist, wir haben eine ganze Menge Jugendliche hier, die eigentlich nicht bildungsnah sind. Das heißt, oft kommen Kinder zu uns oder insbesondere junge Herren zu uns, die meinen, sie wollten der größte Schläger von Münster werden. Und dann sagen wir, okay, wir trainieren euch, aber bitteschön, erst macht ihr die Hausaufgaben. Und das wird nicht am Anfang nicht so richtig gutiert, aber im Grunde genommen merken auch die, dass sie dann hier sich manche das erste Mal seit langer Zeit wieder mit den Hausaufgaben beschäftigen, auf einmal in der Schule mitmachen können, auf einmal in der Schule bessere Noten schreiben. Und in der Regel braucht man dann nach 3 Monaten nicht mehr der größte Schläger von Münster zu werden, weil man die Anerkennung dann nämlich auf andere Art und Weise kriegt.